Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Folge, ich wollte schon zu einem neuen Let's Play sagen, zu einer weiteren Folge von Golden Sun. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben auf dem Weg Richtung oben in unserem wunderschönen Leuchtturm und wir werden direkt mal in einem Kampf verwickelt und ich würde sagen, ups, wir nutzen einmal die ganzen Gins, ich wollte gerade schon sagen, hä? Und schwächen einmal die Sirene, die ist nämlich ziemlich stark. Womit wir uns auf alle Fälle beschäftigen müssen, ist, dass wir unser Team irgendwie noch ein bisschen aufwerten und vielleicht demnächst, wenn wir in der Stadt mal wieder ankommen, ein paar Waffen kaufen. Das könnte von größter Nützlichkeit sein. Und vor allem, dass wir uns irgendwie ein bisschen wappnen und uns mal Gedanken machen, wie wir unser Team genau gestalten möchten. Das Problem bei Golden Sun ist, man kann nicht einfach eine Person super stark machen und das war's. Das ist leider nicht das Ziel des Spiels. Das funktioniert tatsächlich auch nicht, wenn wir einfach nur eine Person hochbuffen bis zum geht nicht mehr. Wäre schön, wenn es ginge. Geht aber tatsächlich leider nicht. So, Atalanta. Und niemand gestorben. Also, klar, man macht halt viel Schaden und alles, aber man braucht irgendwie schon in dem Spiel einen Damage-Dealer, einen Healer und alles mögliche. Also, man muss sich da schon irgendwie wild was zusammenreimen. Das wird noch relativ wichtig. Ich habe keine PP mehr für Heilung. Das ist aber nicht schlimm. Ich glaube, wir kommen den Rest noch ohne aus. Das sollte halbwegs klappen. Ich meine, Mia ist jetzt nicht irgendwie in Lebensgefahr oder so. Nee. Da ist alles gut. Wir können ja auch ihr Gebet einsetzen. Das will ich erstmal nicht machen. Oh, fuck. Eine einzelne Sirene. Gut, die können wir nochmal normal besiegen, um wieder unsere Fähigkeiten aufzuladen. Das wäre sogar relativ nützlich. Dann nutzen wir hier einfach mal standardmäßig den Vulkan. Einmal Bö und Sprudel auf Mia selber. Obwohl eigentlich smarter wäre, einfach die Sirene schneller auszulöschen. Was? Sie funkelt sich kläglich an? Was soll denn das für eine Attacke sein? So eine Love Attack oder wie? Hat man dann irgendwie weniger Schaden gegen die oder irgendwas in der Art? Gibt es da vielleicht sowas in die Richtung? Nope. 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 Und go. Perfekt. Okay, dann gehen wir einfach von der rechten Seite aus, schieben den zur Seite und dann geht es noch einmal nach oben. Nochmal näher Richtung Leuchtturm. So, wieder eine einzelne Sirene. Wir können jetzt die anderen verwerten, die wir hier noch haben. Brise, ein bisschen Widerstand heben und hier einmal Eis. Wir müssen die halt irgendwie schneller platt kriegen. Es kann nicht sein, dass wir in dem Gebiet gerade rumlungern und nicht gerade die beste Möglichkeit haben, die Gegner so easy zu killen. Das müsste ja irgendwie klappen. Die machen mir viel zu viele Probleme. Darf ja eigentlich nicht sein. Die sollte vielleicht selber irgendwie so... Wenn ich 8 Schaden mache, sollte die mit einem normalen Angriff eigentlich auch 8 Schaden machen. Oh shit, das war sogar ziemlich nice. Dieser Schockangriff war richtig gut. Und die ist jetzt auch noch paralysiert und konnte deswegen nicht angreifen. Wie nice. Sehr, sehr gut. Okay. Denn die Göttin der Regenbogenerd soll auf Schwingen silberner Grazie in den Himmel geführt werden. Das Rätsel ist easy. Da vorne. Ach so, ich wollte Gebet ausführen. Aber auf niemanden drauf. So. Jetzt, okay. Ich wollte gerade schon sagen. Wir müssen einfach diese Statue hier ehren. Weil jemanden ehren, ist ja unter anderem auch dafür beten. Aber Grazie, das Schwingen, das heißt, wir werden in den Himmel raufkommen. Oh, und sogar eine Cutscene. Meine Leute sind ein bisschen verwundert. Aber Juli macht den ersten Schritt und stolpert direkt. Okay. Garrett als nächster. Yo. Der macht es einfach so. Ja, ich stelle mich da ganz männlich hin. Das klappt schon irgendwie. Bei Ivan auch ähnlich. Der geht da einfach volle Kraft rein. Okay. Aber, oh nice, das Lied ist so gut. Ich mag das total. Also gerade wenn man sich durch die OST durchklickt, das ist ein richtig nice Lied. Das ist immer so richtig beruhigend.
So, es hat diesen magischen, mystischen Moment. So, mit dem Psy-Energiestein füllen wir alle PP wieder auf. Wir hätten eigentlich vorher einmal Heal auf Garrett usen sollen. Okay, und jetzt heißt es natürlich einmal speichern. In irgendeiner Art und Weise. Und wir wollen auf keinen Fall sterben. Das heißt, wir wollen uns jetzt schon mal ausrüsten, weil so wie es hier aussieht, wir werden nicht einfach mit PP-Stein irgendwie vor uns hingetan, wenn es nicht unnötig wäre. So, also, behindert gegnerische Sicht wollen wir nicht unbedingt machen. Wir können aber die Schlafbombe Ivan geben, weil der die höchste Initiative hat. Das heißt, der wird gleich die Person im Kampf sein, die instant eine Schlafbombe wird. Der wird nicht zur Schlafbombe. So. Baumwollhemd und all so ein Bullshit, das brauchen wir nicht. Also auf jeden Fall sollte ich das Lebenswasser bei mir haben. Weil ich die besten Werte dafür habe. Ich weiß gar nicht, wie viel... Ah, da. Da ist es doch. Attacke, Verteidigung, 44. Ja, okay. Ich bin auf jeden Fall besser als Garrett dran. So, das Gaunerschwert, Schnappperlen und alles. Rauchbombe, Nuss. Wir müssen gucken, dass wir alles so ein bisschen... Ach ja, Mia bringt ja auch eigenes Zeugs mit. Die hat Gegengift, Elixier, Heilkraut. Gut, das braucht sie ja eigentlich nicht als Healerin. Und Ivan hat 5 Stück. Ich denke, das sollte so reichen. Ich hoffe einfach mal, Leute. Wenn nicht, müssen wir vielleicht sogar noch trainieren für Kämpfe. Aber schauen wir einfach mal. Es ist zu spät. Das Licht des Leuchtturms wurde bereits entzündet. Das kann nicht sein. Das Leuchtfeuer kann doch nicht ohne den Merkurstern entfacht werden. Die Elementarsterne wurden aus dem Heiligtum von Sol auf dem Alephberg gestohlen. Der Alephberg, das Heiligtum von Sol. Seid ihr Heiler aus dem Heiligtum von Sol? Wir sind keine Heiler. Nicht in dem Sinne. Wir kommen zwar von Alephberg, aber wir sind keine Heiler. So wie Garrett sagt. Wir kommen aus einem Dorf namens Vale, um die 3 Elementarsterne zurückzuholen. Sagtest du Vale? Unser Dorf sollte das Heiligtum von Sol beschützen, aber trotzdem wurden die Sterne gestohlen. Das klingt sehr nach meinem Clan. Ich habe die einzige Pflicht, die mir auferlegt wurde, verfehlt. Das ist schrecklich. Juli, Garrett! Du bist es also, Juli. Hehe, diese Kinder sind ja immer noch am Leben. Ihr seid den ganzen Weg gekommen, um Jenna und Creighton zu retten? Das ist nicht alles, wir wollen die Elementarsterne zurückholen. Mit anderen Worten, sie sind gekommen, um uns aufzuhalten. Dann haben wir keine Wahl. Kümmern wir uns um sie, bevor sie irgendwelchen Schaden anrichten können. Menadi, warte. Oh, Saturus, sie wollen... Ich habe alles gehört. Sie hatten Glück, den Ausbruch des Alephbergs zu überleben. So viel habt ihr jetzt auf euch genommen und jetzt wollt ihr eure Leben einfach so wegwerfen? Gut, wenn das euer Wunsch ist, dann bereitet euch darauf vor, dass er euch erfüllt wird. Saturus, willst du denn alleine gegen sie kämpfen? Menadi, ich kann doch nicht zulassen, dass unsere Geiseln während des Kampfes unbeaufsichtigt bleiben, oder? Da hast du wohl recht. Sorry, ich habe kurz einen kleinen Schluck genommen. Außerdem will ich sehen, wie sehr sich ihre Kräfte entwickelt haben. Bist du dir dessen sicher, Saturus? Lass mich in Ruhe, geh zum nächsten Leuchtturm, sofort. Komm her, Kind. Jenna weigert sich. Versuchst du mich zu ignorieren? Ich sollte dir eine Lektion erteilen, Kind, aber... Felix, ich würde dafür sorgen, dass deine Schwester mir gehorcht, wenn du nicht willst, dass ihr etwas zustößt. Jenna, bitte, tu, was sie verlangt. Felix. Es wird alles gut, Jenna. Juli und Garrett hätten uns nicht folgen sollen. Es tut mir leid, Juli. Garrett,
Ich zähle auf dich. Okay. Puh. Das wird noch was. Julie, Garrett, haltet durch! Jenna, Crayden! Wenn ihr sie retten wollt, müsst ihr zuerst mich besiegen. Nein, zurück! Was ist los? Zathuros ist unglaublich mächtig. Ich konnte es fühlen, als ich ihm gegenüberstand. Wenn wir gegen ihn antreten, müssen wir äußerst vorsichtig sein. Wir müssen seine Vorsprung an Stärke irgendwie ausgleichen. Ausgleichen? Pah! Ihr glaubt, ihr könntet euch mit den großen Zathuros auf eine Stufe stellen? Klar! Nein, überschätzt eure Chancen. Nun gut, dann lasst mich euch eine Lektion erteilen. Er hat selber irgendwelche Probleme. Was passiert? Zathuros bewegt sich so merkwürdig. Was ist das? Das Licht des Merkur. Es schwächt meine Psyo-Energie. Ich muss das schnell über die Bühne bringen. Kommt schon, ihr Narren. Okay, Zathuros erscheint. Das heißt für mich natürlich, ich bin vorbereitet bis zum geht nicht mehr. Kirin einmal draufhauen. Und hier wollten wir einmal die Schlafbombe werfen. Und hier einmal eine Reide. Und, klappt es? Aber es wirkt nicht auf Zathuros. Oh oh. Oh mein Gott, Ivan ist sogar ausgewichen. Also Zathuros sollte tatsächlich ziemlich Schaden machen. Das sollte nicht wenig sein. Das sollte schon eine richtig große Menge sein. Ich gehe davon aus, dass es so 80 Schaden oder so mit einem Schlag macht. Und dass vielleicht auch mit Multischlägen 80 Schaden sind. Das heißt, Ivan könnte vielleicht mit einem Schlag sogar sterben. Aber wir schauen uns das mal gemeinsam an. So, das braucht erstmal ein bisschen. Wir werden einmal ein Stalagmit, ein Vulkan, hier vorne einmal Atalanta und einmal Eis auf ihn wirken. Das schauen wir uns auch nochmal an, weil wir uns die anderen drei Animationen auch angeschaut haben. So. 118, holy shit. Okay. Jo. 100 Schaden und 71. Ihr seht es, Leute. Selbst mein Main-Character könnte einfach in einer Sekunde sterben. Ich weiß nicht, ob Ivan eine Nuss mit sich hat. Ah, das ist schlimm. 70 KP bei Garrett. Garrett muss Vulkan machen. Obwohl, Garrett muss Fieber machen. Wenn er deren seine Sicht beeinträchtigt, wäre das noch wesentlich besser. Wir haben tatsächlich keine Nuss gegeben. Aua. Okay, wir heilen erstmal leicht. Und dann mit Mia nochmal voll. Ich hoffe, das klappt. Okay, Ivan wurde angegriffen. Sehr schön. Sehr schön. Also das war irgendwie nur so ein Safety-Healing von mir. Und Ivan kann sich natürlich selber heilen. Das ist ja das Schöne daran. Und wir müssen auf jeden Fall unsere Defensivwerte steigern. Aber das können wir ja ganz einfach machen, indem wir hier vorne sowas wie zum Beispiel Granit nutzen. Esse für Teamangriff höheren. Du musst dich auf jeden Fall erstmal selber heilen. Und du kannst ein Gesier einsetzen. So, das ist jetzt erstmal der Shield. Die Schutzaura wird erstmal relativ wichtig sein. Hitzeblitz. Und 30 Schaden nur. Wir wurden zwar getäuscht, aber das ist nicht so schlimm. Und jetzt erhöhen wir noch den Angriff für alle. Sehr schön. Um 17? Was? Mia wurde ja richtig gebufft. Okay. Genau, wir können jetzt Kiesel einsetzen. Und Kirin. Ha, ich überlege gerade. Du kannst eigentlich meinen Main-Character schon wieder heilen. Das ist schrecklich. Der kann halt nichts machen. Obwohl, wir machen das eher mit Sprudel. Wir machen das mit Sprudel und werden hier den Widerstand des Teams ein bisschen heben. So, Sprudel. Heil mal meinen Main-Character. Wir haben ja mit Mia nochmal eine große Heilerin. Ihr seht es ja. Aua. 50, 50, 46, 36. Das ist an alle ungefähr, sagen wir mal, 50 geteilt. Das ist schon schmerzhaft. Aber wenigstens wird Juli hier ein bisschen großartig geheilt. So, der muss aber ebenfalls jetzt als Heiler wirken. Und sich immer um Garrett kümmern. Garrett wird immer der sein, der immer angreift. Ich überlege gerade, ob der einfach Ramses macht. Ja, kann er machen. Dann wird Ivan sich selber heilen müssen, weil
Er ist ja unser Multi-Healer. Und du mach einfach eine Reide. Das sollte schon gut gehen. Ich hoffe, Mia wird jetzt nicht gefokust. Ja, perfekt. Ivan wurde gefokust. Damit haben wir eigentlich genau das erreicht, was wir haben wollten. Ein bisschen lucky immer noch, aber 174 Schaden ist halt schon eine Menge. Und ihr seht halt, das steigert sich, je öfters man die anwendet. Das Problem ist halt nur, wenn wir das mit verschiedenen anwenden, steigern wir zum Beispiel die Erdkraft von meinem Charakter, aber dadurch wird ja nicht die Erdkraft von Garrett stärker. Leider, leider. So, das heißt natürlich Stalagmit. Hier vorne einmal wieder Fieber. Du musst dich selber heilen und du heilst dich am besten auch selber. Ob es jetzt Gebet ist oder das Heilkraut, ist eigentlich egal. Ja, wir machen mal Gebet. Für den Fall, dass es dann doch irgendwie gleich ein bisschen stärker wird. Feuerball, bitte nur auf die... Ja, nein, auf Mia auch noch. Bitte stirbt die nicht. Die ist tot, okay. Ah, das ist natürlich schmerzhaftes Fuck. Aber wir haben Saturos besiegt. Oh mein Gott, wir haben ihn tatsächlich sogar noch besiegt. Sehr schön. Juli, wir haben ihn. Oh Mann, wer hätte gedacht, dass der Merkur-Leuchtturm solche Macht in sich trägt. Wenn nur meine Psi-Energie voll verfügbar gewesen wäre. Saturos, du sagtest, du wärst geschwächt. Was meinst du damit? Ich meinte gar nichts. Ich werde euch erklären, was er meinte. Alex? Diese Stimme, kann das sein? Alex! Es ist eine Weile her, Mia. Alex, weißt du denn, was du getan hast? Aber natürlich, ich habe eine große Kraft, die lange Zeit versiegelt war, wieder freigesetzt. Merkur, der Leuchtturm des Wassers, welch unglaubliche Macht. Alex, du, bist du denn wahnsinnig? Nein, Mia, verstehst du denn nicht? Während deines Kampfes gegen Saturos verliert dir der Leuchtturm unfassbare und unscheinbar unerschöpfliche Kraft. Das ist wahr, ich konnte meine Kräfte einsetzen, ohne dass sie jemals zur Neige ging. Verstehst du denn nicht? Der Merkur-Leuchtturm hat dich mit unendlicher Psi-Energie versorgt. Psi-Energie? Willst du damit sagen, dass meine Kräfte auf Psi-Energie beruhen? Du und ich sind beide Mitglieder des Merkur-Clans, die Meister der Wasser-Psi-Energie. Auch Mia ist ein Adept, nicht wahr? Ja. Juli, du wusstest das die ganze Zeit über und hast nichts gesagt? Gary, du bist einfach strohdoof. Sag mir, Alex, warum konnte Saturos nicht seine ganze Kraft einsetzen? Ah, natürlich, ich werde alles erklären. Saturos steht in Verbindung mit Mars, dem Clan des Feuers. Feuer und Wasser sind gegensätzliche Elemente. Seine Kräfte wurden durch die Wasserpsy-Energie des Leuchtturms unterdrückt. Wusste denn Saturos nichts darüber? Selbstverständlich wusste er es. Er hat es verabsäumt, die Macht dieses Leuchtturms richtig einzuschätzen. So erging es mir auch. Waren wir deshalb in der Lage, Saturos zu besiegen? Nein, es steckt noch mehr dahinter. Ich habe diesen Kampf beobachtet. Du hast uns beobachtet? Ja, ich habe Saturos nicht geholfen, weil ich mir sicher war, dass er gewinnen würde. Aber ich hatte Unrecht. Ihr habt euch in kürzester Zeit zu großen Kämpfern entwickelt. Dieser Smiley. Saturos ist wieder auf dem Bein, aber wir haben ihn doch besiegt. Mich besiegt? Niemals. Ich habe gegen diesen Leuchtturm verloren, nicht gegen euch. Ich habe euch lediglich hingehalten, während Saturos wieder Kraft sammelte. Du hast nur Zeit gewonnen. Das bringt dich auch nicht weiter, Alex. Ich werde Saturos nicht entkommen lassen. Und was hast du jetzt vor? Willst du ihn fertig machen? Das schaffen wir nicht. Nicht noch mit Alex. Ja, Juli, du scheinst nicht nur stark, sondern auch klug zu sein. Jetzt, wo wir wissen, wie du kämpfst, hast du keine Chance gegen unsere vereinten Kräfte. Und ich bezweifle, dass ihr den Schneid habt, jemanden fertig zu machen. Natürlich kannst du glauben, was auch immer du willst. Oh, die sind einfach weg? Wait, what? Er hat sich schon wieder teleportiert. Schon wieder? Er hat ja das schon mal gemacht? Ja, im Heiligtum von Sol. Diese Psi-Energie, dieses Teleportieren. Heißt das, Mia kann das auch einsetzen? Nein, kann sie nicht. Nein, ist unmöglich. Selbst Alex hatte diese Kraft nicht immer. Tja, wie ihr seht, kann ich nicht für immer der alte Alex bleiben.
Sieht so aus, als wäre während unserer kleinen Plauderei meine Mitfahrgelegenheit gekommen. So, gehabt euch wohl. Juli, Saturus hat immer noch die Elementarsterne. Stimmt, wir können sie jetzt nicht gehen lassen. Oh, du willst die Elementarsterne von Saturus zurückhaben? Ja, eigentlich schon. So ein Pech, Menadi hat sie. Ihr werdet sie fragen müssen. Da fällt mir ein... Hast du noch den Marsstern bei dir? Sollen wir ehrlich sein? Oder sollen wir Nein sagen? Ja, haben wir. Ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Ich meine, wenn ich Nein gesagt hätte, hätten die trotzdem irgendwie versucht, da was zu holen. Ich nehme an, dass du bereit bist, uns wegen der Sterne zu verfolgen. Ja. Ich freue mich schon. Wir werden uns sicher sehr bald wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich finde, Alex ist voll der coole Charakter. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Kampf. Ihr werdet Alex richtig in Golden Sun 2 zu schätzen wissen. Also richtig, richtig. Sie sind weg. Verdammt, wir konnten nicht mal Jenna retten. Ich verdiene es nicht, eine Heilerin zu sein. Wir konnten nicht verhindern, dass sie das Leuchtfeuer entzünden. Ich habe meinem Clan keine Ehre gemacht. Auch habe ich meine Pflicht nicht erfüllt. Das ist nicht wahr. Wir können sie immer noch besiegen. Habe ich nicht recht, Juli? Ja, können wir. Stimmt, Juli. Wir müssen sie davon abhalten, alle anderen Leuchttürme zu entzünden. Das Leuchtfeuer des Merkur-Leuchtturms wurde entzündet, aber beim nächsten Mal werden wir sie aufhalten. Es gibt noch 3 weitere. So ist es. Wir können Jenna beim nächsten Leuchtturm retten. Ja, so einfach lassen wir Alex nicht davon kommen. Los, wir müssen sie verfolgen. Was ist los? Wir sollten uns beeilen. Wir? Mia? Willst du uns begleiten? Ja, möchte sie anscheinend. Aber die Bewohner von Imi brauchen dich, Mia. Das ist schon in Ordnung. Solange das Licht des Leuchtturms erfüllt, wird auch die Quelle sprudeln. Das ist eine alte Sage, sie bedeutet, dass der Brunnen nun wieder mit heilendem Wasser gefüllt sein wird. Zwar habe ich gemischte Gefühle, was meinen Weggang betrifft, aber ich muss mir Imi keine Sorgen machen, solange das Hermeswasser fließt. Wenn wir ihnen folgen, müssen wir uns beeilen. Okay. Das bedeutet für mich natürlich an dieser Stelle auch zu speichern und euch zu sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Haut rein und bis demnächst. Ciao.